bin ich? Was ist das für Licht in meiner Hand? Dies ist die Waffe der Krieger, die zwischen Himmel und Hölle gefangen sind. Du wirst auf Seelen, Kreaturen und Dämonen treffen, sie angreifen. Doch mit dieser Waffe wirst du sie zurückschlagen. Der Painkiller. Und du wirst noch weitere finden. Okay. Mal sehen, was das Ding hier ist. Bleib tot! Zum Licht, jene, deren Seelen die Last der Schuld tragen müssen, erklimmen sie nur schwach. Wir werden durch den Waffen des Leviathan kannst du entkommen, auch im Herzen der Dunkelheit. Stirb und das qualvoll. Stirb und das qualvoll. Das Tal der Verlorenen. Tausende von Seelen sind hier gefangen, die es weder in den Himmel noch in die Hölle geschafft haben.
Ihr Gedächtnis ist ausgelöscht und nur der Hass auf jene, die sich noch erinnern können, treibt sie an und lässt sie weiterhin umherwandern. Durchquere das düstere Gebirge und finde die Stadt der verlorenen See. Stirb und das Qualvolle. You
Sieh dich vor, diese Stadt ist nur nah. Adelige zu sein. Du musst hier durch und deinen Weg durch die Kasernen im Stadtzentrum finden. Diesen Schreckenskulturen den Chaos. Da vorne befindet sich das Alphanwerk. Sei vorsichtig, Bill. Sei vorsichtig.
Schiff, das auf die Omni schon acht will. Vor dir befindet sich ein riesiger Bandit. Zu Lebzeiten geraten, aber nicht alle. Nur zwei andere vor dir haben bisher versucht, sich dem Reich der Unsterblichen entgegenzustellen. Der erste war da. Er tat es im Namen der Liebe und fand diese auf. Der zweite war halb Dämon, halb Engel. Er trachtete nach Vergeltung und Gnade. Du überquerst nun den riesigen See der Tränen, das Meer der Trauer. Hier sammeln sich die Tränen, als er nach Erlösung. Okay, du sexy, süße Stimme. Sag mir, was ich jetzt tun soll. Ramiel und Astaroth wollen dieses Reich für sich alleine haben. Da die meisten Seelen durch das Fegefeuer müssen, bevor sie in den Himmel gehen oder zur Hölle fahren, würden sie schon bald über eine Streitmacht verfügen, die es mit den Armeen beider Seiten aufnehmen könnte. Warum sollte Ramiel ihm helfen? Ramiel und Astaroth wollen dieses Reich für sich alleine haben. Da die meisten Seelen durch das Fegefeuer müssen, bevor sie in den Himmel gehen oder zur Hölle fahren, würden sie schon bald über eine Streitmacht verfügen, die es mit den Armeen beider Seiten aufnehmen könnte. Du musst weiter. Du musst den See überqueren. Warum sollte der Dämon wollen, dass ich seine eigenen Lakaien töte? Das ist der Wohnung der Hölle, nicht ihn. Er musste sie daher loswerden und du kamst ihm als Verstrecker gerade recht, obwohl du sein Angebot nicht angenommen hast. Was soll ich tun? Jetzt, da die Diener der Hölle geschwächt und die Armeen des Himmels beinahe ausgelöscht sind, werden Astaroth und Ramiel das Reich des Fegefeuers für sich beanspruchen. Du musst sie aufhalten!
Das ist Wahnsinn! Da liegt er, der Gefallene.